Liebe Leute, Projection and Interaction, das klingt futuristisch und sieht auch futuristisch aus, denn hier bei Bosch, kurz PAL genannt, ist ein Projektor für die Küche und das ist keine Zukunftsmusik, sondern bereits Realität. Was sich dahinter verbirgt, das sehen Sie jetzt. Wer gerne in der Küche mit seinem Smartphone kocht, kennt vielleicht das Problem, dass man beim Kochen dann schnell gatschige Finger hat und sein Smartphone möchte man dann im Zweifelsfall nicht einsauen, klappt auch oft gar nicht, denn der Bildschirm reagiert bei öligen Fingern auch einfach nicht mehr. Deswegen hat sich Bosch PAI, Projection and Interaction, ausgedacht. Das ist ein Projektor, der in einer 720p-Auflösung einfach das Android-Betriebssystem auf die Arbeitsplatte projiziert. Der Gedanke dahinter ist, dass ich mir einfach bei Bedarf Rezepte anzeigen lassen kann, die sich dann zum Beispiel in der App von Kitchen Stories über Home Connect von Bosch mit den Rezepten in meinem Kühlschrank, mit den Zutaten in meinem Kühlschrank synchronisieren. Ich kann mir dann Videos anzeigen lassen und dann ganz entspannt nachgucken und am Ende wische ich es einfach wieder ab. Und das Ganze ist geplant für den Hausgebrauch, basiert auf einer 720p-Auflösung und auf Android 8 wird aber geupgradet zu Android 9. Prinzipiell eine feine Idee, man merkt hier, es zittert noch ein bisschen beim Bedienen, aber für meine Küche könnte ich es mir durchaus vorstellen. PAI kommt bereits im Frühjahr 2019 in den Handel, allerdings vorerst nur in China. Bosch konnte noch keinen Preis nennen, das was Sie hier gesehen haben, ist auch nur ein Prototyp, aber sobald es soweit ist, sind wir natürlich am Start.